Also, ich bin der Franz Stephan, geboren 1950 und bin seit 1965 im Freizeitheim im Dülfer. Und ab 1971 haben wir dann alle von unseren Spätzeln und Freunde, wo im Freizeitheim waren, so haben wir dann Moped und Motorrad gefahren. Also, wir waren eine reine Moped- und Motorradklicken und geschimpft sind wir worden als Rocker vom Hasenbergl. Da haben wir noch viele schöne Sachen erlebt und ein paar Sachen möchte ich Ihnen gern erzählen. Es war mal 1972, da haben mein Spätzle, die haben so ein Motorrad gestohlen, das waren das Fallei und die sind dann einfach einmal gekommen und wollten uns aufmischen. Ja, wir sitzen alle da im Freizeitheim drin, keiner hat sich rausgetraut. Ja, da bin ich halt rausgegangen und dann haben sie halt einfach sind auf mich losgegangen. Der Jackson, der Mandy, der Blues und die alle sind halt einfach so auf mich los und der Wolferl. Wir haben Kraft und vor lauter nimmer kennen und da habe ich dann einen Jackson richtig im Finger gebissen. Und der Wolferl hat mir einen Drahtschlinger um den Hals und dann ist halt so einer raus von uns. Und hat halt einfach mit dem Baseballschläger dem eine draufgehauen und dann hat die Drahtschlinge von mir entfernt. Das war halt einfach eine schlimme Zeit für uns. Die sind dann gefahren. Da hat trotzdem sein Motorrad nicht gehabt und ich habe ein paar Verletzungen mehr gehabt. Dann sind wir, war auch mal wieder eine Zeit, wo im Freizeitheim, wo dann einfach viele Leute Probleme gehabt haben mit dem Freizeitheim, wo Einbrucher worden sind und das alles. Aber das haben wir alles gut handeln können. War noch mal eine Zeit da, wo wir viel weggefahren sind und auch zum Raffer gefahren sind. Und viele Freunde sind halt einfach zu zweit oder zu dritt in Wirtschaften gegangen und dann hat es halt einfach oft einen Rambazamba gegeben. Und da war das einmal das schöne Geschichte im Ockhamstüberl. Da haben es zwei Spätzeln von uns, vom Freizeitheim, wollten sie halt aufmischen, die sind abgehauen und die haben halt dann uns angerufen. Freizeitheim einfach dann ein Zettel hingekommen, knüppelfest in der Ockhamstraße, im Ockhamstüberl. Ja, das hat der Herr Wenger natürlich auch gesehen. Das ist der Polizeipressesprecher damals gewesen und jetzt. Und früher war er Kontaktbeamter. Und der hat natürlich das vertratschen müssen. Wir fahren am Wochenende, am Samstag, fahren wir dann mit dem LKW und mit meinem VW-Bus fahren wir da hin ins Ockhamstüberl. Alle raus. Ich habe so einen Sack gehabt, da waren so Schlagstock drin und das ganze Zeug. Und jeden habe ich was in die Hand gedrückt und dann sind wir da runter marschiert. Aber was war? Nichts war. Weil kein Mensch drin war. Ja, dann sind wir wieder rauf und wenn wir herum waren, alles voll Polizei, die Straße war abgesperrt. Ja, und ein Autofahrer ist natürlich da durchgefahren und wollte unbedingt da durch. Und dann hat er gehupt. Ja, da ist einer von uns hingegangen und hat dann gesagt, er soll das Fenster runterkurbeln. Und dann sagt er zu ihm und packt noch so einen Krawattel, hast du deine Hupe zu Weihnachten bekommen. Ja, dann haben wir schon gesehen, dass da die Polizei überall da war, die sind dann hergekommen. Ja, dann sind wir alle in den LKW rein und in meinen Bus rein. Und dann haben wir Geleitschutz, sind wir dann wieder heimgefahren. Das war dann einfach unsere schlimme, böse Rafferei in Schwabing. Was auch noch schön war, war das, wir sind mit den Autos sind wir nach Schwabing runtergefahren und wir haben früher einfach lauter Luftdruckpistolen und Luftdruckwaffen gehabt. Und einem ist dann eingefallen, dass er einfach das Quaken um hat und dem Vordermann einfach die Lichter weggeschossen hat vom Auto. Und so ist er das bis nach Schwabing reingegangen und dann haben wir auf der Leopoldstraße rüber und nüber haben wir geschossen mit den Luftdruckpistolen und Gewehren.
bis halt dann einfach die Polizei gekommen ist und dann waren wir fort. Und das war einfach auch noch ein schönes Dingerl. Das werden wir auch nicht vergessen. Und da war eigentlich auch ein Polizist auch mit dabei. Aber den Namen werde ich nicht verraten. Das war's eigentlich.